Im Rahmen der Jahresveranstaltung von der Monetative begrüße ich hier ganz herzlich bei mir Herrn Norbert Hering. Sie sind ja bekannt nicht nur als Autor vom Handelsblatt und als Ökonom, sondern vor allem aufgrund Ihres Buches, was Sie geschrieben haben, die Abschaffung des Bargelds und ihre Folgen und die Folgen. Ja, jetzt gerade kürzlich hat die indische Regierung mal 86% des Bargeldes in Indien eingesammelt, indem die zwei größten Scheine als ungültig erklärt worden sind. Also es geht langsam voran mit der Bargeldabschaffung. Ganz deutlich, es geht voran. Das ist ein großer Schritt. Dort wird wirklich mit einem Schritt gezeigt, wo es hingeht, nämlich das Geld soll in die Banken gezwungen werden. Die Leute müssen ihr Geld umtauschen. Das betrifft ja das meiste Bargeld, was im Umlauf ist. Und sie müssen das bis Ende des Jahres auf die Bank bringen, damit es nicht ungültig wird. Bargeld kriegen sie nur noch ganz wenig. Die Auszahlung an den Geldautomaten wird begrenzt. Also man sieht, wie bei uns, es geht darum, das Geld in den Banken einzusperren, damit es nicht mehr raus kann. Und bei uns geht da auch gerade eine neue Runde, was das angeht. Inwiefern eine neue Runde? Ja, die Zentralbanker haben sich abgestimmt, die machen das, die wollen jetzt die digitalen Bezahlverfahren noch stärker fördern. Ich habe den Eindruck, die Bundesbank macht auch mit und das ist insofern schon eine beeindruckende neue Entwicklung, weil bis vor kurzem hat die Bundesbank eigentlich immer dagegen geredet und sich dafür ausgesprochen, das Bargeld zu bewahren. Und jetzt unterschreibt sie Berichte mit, die darauf hinauslaufen, das Bargeld zurückzudrängen. Also das ist schon bemerkenswert. Also es geht weiter in die Richtung. Man muss auch überall zunehmend Gebühren bezahlen. Wenn man auch mit Bargeld bezahlen will, es wird überall die Annahme verweigert. Es gibt jetzt sogar eine neue Initiative der EU-Kommission, die will, dass man Prepaid-Karten nicht mehr nutzen kann im Internet. Das ist jetzt nicht Bargeld, aber das ist praktisch das, worum es mir geht beim Bargeld, dass man mit Bargeld die Möglichkeit hat, ohne überwacht zu werden, zu bezahlen. Und diese kleine Nische, wo man bis 100 Euro noch ohne Überwachung, ohne registriert zu werden, bezahlen konnte im Internet, die will die EU-Kommission jetzt auch schließen. Also man sieht, wo es hingeht. Wer Ihre Ausführungen kennt, weiß das schon. Ich frage trotzdem, wer profitiert denn davon? Ja, da gibt es drei Gruppen. Die wichtigste sind die Banken, die das Gegenstück zum Bargeld selber schaffen dürfen. Die Banken stellen das Buchgeld her und kaufen sich damit Immobilien, Wertpapiere, geben Kredite aus, für diese Zinsen bekommen, mit Geld, das sie selber geschaffen haben. Also für die ist Bargeld ein Konkurrent. Und für die bedeutet es eben auch, dass wenn es eine Krise gibt, dann kommen die Leute und wollen Bargeld ausgezahlt haben und das wollen sie eben abgestellt haben. Und die anderen beiden Gruppen sind die Steuerbehörden und die Geheimdienste, / Polizei. Aber die wichtigsten sind natürlich die Banken, die haben den größten finanziellen Vorteil. Und viele haben es ja auch schon mitbekommen, Sie sind im sogenannten Bargeldwiderstand und Sie haben selbst gesagt, das finale Ziel davon der ganzen Sache ist es eigentlich, den Gesetzgeber dazu zu nötigen, ein besseres gesetzliches Zahlungsmittel zu schaffen. Hat das einen Zusammenhang damit, dass wir hier heute bei der Monetative sind? Ja, Bargeld und Vollgeld sind im Prinzip zwei Seiten einer Medaille. Das ist Bargeld ist jetzt der Teil des Geldes, der vom Staat herausgegeben und garantiert wird und auch, wo der Geldschöpfungsgewinn uns allen zugute kommt, weil dem Staat zugute kommt und nicht den Banken. Und die Idee hinterm Vollgeld ist eben, das für das restliche Geld auch so zu machen, dass alles Geld staatlich garantiert ist und der Staat den Geldschöpfungsgewinn bekommt. Und das ist natürlich das, was die Banken überhaupt nicht wollen. Deswegen wehren sie sich einerseits gegen die Vollgeldidee und andererseits wollen sie Bargeld zurückdrängen. Muss man sich nicht auch grundsätzlich erstmal die Frage stellen, was ist Geld? Ist Geld jetzt nur Zahlungsmittel? Ist Geld Tauschmittel? Wertaufbewahrungsmittel? Welche Funktionen würden Sie Geld zuschreiben oder welche Funktionen muss Geld haben? Was ist heutzutage Geld?
Das lässt sich nicht wirklich trennen. Was Geld ist, ist immer Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, alles zusammen. Das Wertaufbewahrungsmittel ist eine direkte Folge des Zahlens. Wenn man mit Geld zahlen kann, dann taugt es eben auch zur Wertaufbewahrung. Wenn es für die Wertaufbewahrung nicht sicher ist, zum Beispiel, weil es einem leicht weggenommen werden kann, dann wird auch die Zahlungsmittelfunktion wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gut funktionieren. Also das hängt eng zusammen. Ich frage deshalb, weil es momentan Vorstöße quasi der EZB auch gab, der EU-Kommission zu sagen, Momentchen mal, müssen wir da vielleicht ein bisschen was ändern bei den Kryptowährungen. Also momentan gelten Kryptowährungen ja als Zahlungsmittel und da wird gesagt, also Moment mal, können wir das umdefinieren, einfach nur, dass es ein Tauschmittel ist und dass wir auch nicht mehr Kryptowährungen sagen. Das ist ja keine Währung, also der Vorstoß in die Richtung. Was hat das für einen Sinn und Zweck? Ja, das wäre jetzt nicht erstaunlich. Solche neuen Zahlungsmittel, die werden immer akzeptiert, solange sie unwichtig sind, vielleicht auch zum Experimentieren. Das ging ja schon mit dem Geld in Wörgl so damals mit diesem Experiment während der Wirtschaftskrise. Wo Wörgl dieses eigene Geld rausgebracht hat, was super funktioniert hat. Und genau weil es so gut funktioniert hat, war es dann eben eine Bedrohung für das Zentralbankgeld und wurde deshalb wieder abgestellt. Genauso ist es natürlich mit Bitcoin. Da gibt es auch die Äußerungen aus der Bank von England zum Beispiel, einen Bericht, ne, die klar sagen, naja, wenn das wichtig wird, dann übernehmen wir das natürlich selber und die Bank von England befasst sich auch intensiv damit. Also das ist letztlich natürlich fast ein Federstrich. Ne? Man kann immer das andere Bitcoin illegal machen und eigene Bitcoin irgendwie kreieren. Es geht relativ leicht, genauso wie der Staat auch Gold für illegal erklären kann und auch schon gemacht hat natürlich in ganz vielen Ländern. Dem Staat ist es schon wichtig, die Kontrolle über das Geld zu haben. Wie sehen Sie die Zukunft des Geldes? Das ist ja heute im Prinzip das Thema. Es geht ja immer weiter in Richtung Kryptowährung, also Bitcoin und diese ganzen Geschichten gibt es schon. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, ich glaube, was waren 80% der Banken, die sich jetzt selbst damit beschäftigen, wie Sie gerade gesagt haben, Kryptowährungen zu entwerfen, die Blockchain-Technologie zu benutzen und so weiter. Wie wird die Zukunft des Geldes sein? Wird es dann einen Unterschied geben zwischen den jetzt anarchomäßig rausgebrachten Bitcoins quasi und Banken unterstützen? Kryptowährungen? Ich glaube nicht, dass es da viel geben wird in Sachen Banken, Kryptowährungen. Letztlich ist Geld schon was nur funktioniert, wenn es nur gut funktioniert, wenn es zentral bereitgestellt wird. Also es wird auf jeden Fall ein staatliches Geld geben für digitale Verkäufe und sowas. Deswegen ist es mir auch wichtig, das zu beeinflussen, dass die Parlamentarier sich damit beschäftigen und das nicht einfach der Bank von England und der EZB überlassen, das irgendwie zu machen im Sinne der Banken. Ich glaube, wo das letztlich hinführt und ob das eine Kryptowährung wird, das ist noch offen, aber Krypto wird da nicht so viel bleiben, weil wenn die Zentralbank das macht, dann ist das auf keinen Fall anonym. Das ist auch nicht die Idee. Das kann man bei der Bank von England schon nachlesen. Da geht es ja nur um die Technik dahinter, wie das Geld verifiziert wird und sowas. Und das kann auch nicht gemacht werden, wie es bisher gemacht wird, weil das ja ein riesenhafter Energiefresser ist bei Bitcoin. Und wenn Bitcoin irgendwie ein Zahlungsmittel von nennenswerter Relevanz wäre, dann würden bald alle Computer nur noch für Bitcoin rechnen. Also es kann auch nicht Sinn der Sache sein. Von daher wird es viele Eigenschaften verlieren unter staatlicher Regie. Also es ist nicht das, was man sich drunter vorstellt.
Und wie sollte Ihrer Meinung nach das von der Zentralbank geschöpfte Geld, was ja angedacht ist in Sachen Monetative, in Umlauf gebracht werden? Da gibt es ja verschiedene Theorien jetzt hier auch auf der Jahrestagung. Was ist Ihre Idee dazu? Das Einfachste wäre natürlich, das über den Staat zu machen, so wie sich's eigentlich gehört. Aus meiner Sicht, die Zentralbank ist ja eine staatliche Einrichtung, das Geld wird staatlich bereitgestellt, sollte der Staat den Geldschöpfungsgewinn bekommen. Bei uns ist das im Moment nicht möglich durch relativ abseitige Gesetzgebung. Letztlich diese neoliberale Anti-Staatshaltung, ne, dass man dem Staat kein Geld und keine Macht geben kann und alles rauslösen muss, erst die Zentralbanken, jetzt wollen sie sogar schon die Finanzministerien unabhängig machen. Die Gesetzeslage ist jetzt mal so, aber selbst in der Gesetzeslage könnte man es natürlich über, hat auch seine Vorzüge, über Helikoptergeld, also Schecks an die Bürger, das hätte natürlich eine sehr schön ausgleichende Wirkung, weil den Hartz-IV-Empfängern ist ein Scheck über 500 Euro natürlich doch sehr viel wert, während Leute, die gut verdienen wie ich, die würden halt auch nur ihre 500 Euro kriegen und nicht, wenn es wie jetzt in die Finanzmärkte gepumpt wird, dann kriegen halt die Vermögenden das meiste ab, weil die Vermögenswerte haben, die dadurch teurer werden. Also idealerweise über den Staat und wenn man das System neu aufsetzt, natürlich so, aber sich der Sache anzunähern, wäre ich eben für Helikoptergeld, das ist eng verwandt. Oder diese Form der Bürgerdividende, was Sie auch in Ihrem Buch geschrieben hatten. Das Problem an dieser Helikoptergeldsache ist natürlich der mögliche Vertrauensverlust, der damit einhergeht. Moment mal, jetzt arbeiten wir den ganzen Tag lang, um ein bisschen Geld zu verdienen und jetzt bekommen wir das einfach so. Da kann doch sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube, das ist so ein kleines Gegenargument, warum Helikoptergeld wahrscheinlich jetzt nicht der angedachte Weg sein wird, wie es laufen wird. Nochmal zurück. Zur Monetative, also Sie sagen monetative Vollgeldsystem, ja, sinnvoll und Sie hatten es eben aber auch schon angesprochen, die Sache mit der Unabhängigkeit der Zentralbank, da gehen Sie quasi ein bisschen, da divergiert Ihre Meinung so ein bisschen von der hier vertretenen von Professor Huber und der monetative vertretenen Meinung, dass die Zentralbank also unabhängig das schaffen müsste. Warum? Also ich bin noch nicht sicher, ob ich es richtig dargestellt habe. Wir werden es noch diskutieren müssen. Im Schlusswort von der Monetative ist mir dann noch entgegengehalten worden, dass Sie das durchaus nicht so sehen, dass die ganz unabhängig sein sollten, sondern schon kontrolliert. Das werden wir noch diskutieren. Insofern, ich will denen auch nichts unterschieben, was gar nicht ihr Programm ist. Aber ich will auf jeden Fall nicht, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank so bleibt, wie sie jetzt ist, weil ich die Zentralbanker halt als Dienstleister und Interessenware des Banken, der Bankenbranche verstehe. Und so verhalten sie sich auch ganz deutlich. Das sieht man auch an ihren Berichten, dass sie alles aus der Bankenperspektive betrachten und die Bürgerperspektive ist eigentlich egal. Und sowas wie Überwachung und sowas, das kommt nicht vor. Das ist höchstens eine gute Sache, die Überwachung aus staatlicher Perspektive. Also Zentralbanker sind die Letzten, die man jetzt darauf loslassen sollte, ein Geldsystem im Sinne der Bürger zu gestalten. Viele sagen ja auch, Moment mal, jetzt wollt ihr denen die Macht geben, die uns hier die ganze Soße eingebrockt haben, sozusagen. Gut. Die Ideen zum Vollgeld laufen in Ihrem Buch unter der Überschrift Utopie einer heilen Geldwelt. Wie groß sind denn überhaupt die Chancen, dass die hier heute diskutierten Reformen stattfinden und steigt mit der Dringlichkeit? In dem Sinne Abschaffung des Bargelds, was man ja vergleichen kann, haben Sie in Ihrem Buch auch gemacht, fand ich einen tollen Vergleich zu sagen, Moment, die völlige Abschaffung des Bargelds würde ja eigentlich damals der Abschaffung des Goldstandards entsprechen, sozusagen. Wie groß sind die Chancen, dass wirklich entsprechende Reformen stattfinden und ist die Dringlichkeit, bringt die jetzt irgendwie mehr Chancen? Ja, Helikoptergeld wird ja durchaus auch in den Bankerkreisen diskutiert. Es gibt Berichte von großen Banken, wo die Volkswirte sich damit auseinandersetzen und manche das durchaus auch positiv werten. Von daher
sind die Chancen natürlich so da. Ich sehe Helikoptergeld als eine graduelle Einführung. Das wird vielleicht nicht direkt dahin führen, aber das bringt zumindest manche Ziele näher. Und wir sind ja in so einer Umbruchzeit, wo dieses Schneeballsystem, was wir haben, einfach nicht mehr funktioniert. Da wird jetzt so viel Geld in die Wertpapiermärkte geschleust und in die Banken geschleust. Und das reicht gerade so, um alles am Gehen zu halten. Aber jetzt geht nicht mehr viel und irgendwann geht das Vertrauen in die Währung auch flöten, wenn man so weitermacht. Von daher sind auch die, die Macht haben, da was zu ändern, genötigt, irgendwas zu ändern. Und dann denken die natürlich auch drüber nach, wenn es denn besser funktioniert, das den Leuten zu geben, das Geld, dann machen wir vielleicht das, bevor alles zusammenbricht. Und dann haben sie natürlich noch, was sie mit Vertrauen irgendwie bezeichnet haben, was ich eher sagen würde, das Problem ist, dass die Leute sagen, na, dass die auf den Geschmack kommen und sagen, okay, wenn wir das Geld auch kriegen können, dann wollen wir nicht mehr, dass die Banken kriegen. Und das ist natürlich die Gefahr, sonst hätten wir schon lang Helikoptergeld. Mhm. Aber das ist die große Gefahr. Und wie das dann ausgeht, weiß ich nicht. Aber in so einer Umbruchphase kann natürlich viel passieren. Wir sind uns da eigentlich ganz einig zu sagen, dass diese ganzen Kryptowährungen immer einer Überwachung ausgesetzt sind. Sobald man digital unterwegs ist, hinterlässt man auch entsprechende digitale Spuren. Was für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat das denn, wenn jeder wirklich weiß, er wird überwacht? Ja, das ist das, was sich jeder eigentlich klar machen sollte, auch wenn er sagt, das interessiert mich eigentlich nicht, ich zahle da meine Milchtüten. Bar oder unbar, das interessiert ja eigentlich keinen, ne? Aber wenn jeder weiß, dass er keine Chance hat, irgendwie was nicht Überwachtes zu tun, ob er jetzt auf irgendeiner Webseite surft, ne, dann fragt er sich, soll ich da jetzt hingehen, obwohl die vielleicht auf irgendeinem Index steht oder stehen könnte, genau weiß man es ja nicht, ne? Und soll ich jetzt von dem was kaufen, obwohl und so, das führt natürlich in eine richtige Duckmäusergesellschaft, das ist eine totalitäre Gesellschaft wie in 1984 und da muss sich schon jeder fragen, auch wenn er selber jetzt meint, nicht betroffen zu sein, ob er in so einer Gesellschaft leben will und ob er dahin will. Wenn man jetzt so guckt, wie was in der Türkei passiert und was in den USA passiert, ist das ja, wäre das ja naiv zu sagen, ja, wir haben funktionierende Regierungen, da gibt es keine totalitären Ambitionen oder sowas. Die kann es natürlich geben und wenn die so solche Überwachungsinstrumente haben, dann kommt man da auch nicht mehr wieder raus. Bevor die in irgendeinem Krieg verlieren oder zusammenbrechen, gibt es da letztlich kein Absetzen mehr, weil dann gibt es keine Opposition mehr, dann ist alles zu Ende. Letzte Frage an Sie. Das Buch, was Sie geschrieben haben, Abschaffung des Bargelds und die Folgen, ist ja wahnsinnig gut angekommen, war auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Platz, aber das ist recht hoch gestiegen. Wie erklären Sie sich dieses gesteigerte Interesse an dieser ganzen Thematik? Also denken Sie, da ist in der Denke der Leute dann doch schon ein bisschen was ins Rollen gekommen? Ja, ich merke schon, dass es sehr viel Interesse gibt und es gibt eben jeder, der sich für Privatheit interessiert, für Privatsphäre und so, dem muss das natürlich große Sorgen machen, wenn er sieht, wo es dahin geht und das gibt viele und es gibt auch viele, die sich Sorgen ums Geldsystem machen. Das ist auch klar. Was ich bemerkenswert fand und wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, ist, ich habe ja den Rundfunkbeitrag zum Aufhänger genommen, um für Akzeptanz von Bargeld zu kämpfen und das auch gerichtlich durchzufechten. Und das stößt eben nochmal auf Potenzen höhere Resonanz als der Bargeldaspekt, ne? Und zwar nicht nur bei denen, die zu Recht sagen, das ist eigentlich zu teuer für uns, ne? Dann muss ja jeder gleich viel bezahlen, auch wenn er kein Geld hat und da sind, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es jetzt ist, aber fast 20 Euro im Monat natürlich schon halten viel Geld, wenn man kein Geld hat. Aber den Leuten muss ich halt auch erklären, ne, dass die Bargeldsache
das sind ja Leute, auch wenn sie jetzt Geld haben, ne, die einfach diese Übergriffigkeit des Staates, der ihnen so eine Kopfsteuer aufdrängt und es Beitrag nennt und alles ganz deutlich irgendwie eigentlich rechtsbrüchig, aber gerade noch so wie recht gemacht und so. Da ärgern sich die Leute furchtbar drüber, ne? Und entwickeln Kohlhaas-Allüren, ne? Und nehmen große Nachteile in Kauf und boykottieren das, ne? Und den Leuten muss ich schon noch deutlich erklären, dass das zwar ärgerlich ist, ne? Aber dass die Bargeldgeschichte für jemand, der sich über sowas ärgert, mindestens genauso wichtig sein müsste, weil die Übergriffigkeit des Staates eben genau dadurch noch gefördert wird und so übergriffige Staaten der Regierungen da sehr viel mehr machen können, wenn das Bargeld mal weg ist. Sind ja auch, glaube ich, viele Leute, die einfach mit dem Medienangebot nicht zufrieden sind und dann sagen, Moment, also dafür möchte ich nicht zahlen. Insofern war das vielleicht eine ganz geschickte Verbindung von Ihnen, den GEZ-Widerstand mit dem Bargeldwiderstand zu verbinden. Erstens gibt es mehr Aufmerksamkeit, zweitens natürlich auch eine größere Zielgruppe. Es würde mich freuen, wenn wir zu dem Thema ein anderes Mal weitersprechen könnten. Und an diesem Punkt sage ich herzlichen Dank, Herr Hering. Ich bedanke mich auch.